Die Unzufriedenheit mit der Politik der Bundesregierung und den geplanten Sparmaßnahmen in der Landwirtschaft treibt die deutschen Landwirte zu Tausenden auf die Straße. Auch Einzelhändler und Gastwirte sowie die Transportbranche schließen sich der Protestwoche des Deutschen Bauernverbandes an. Kundgebungen, Sternfahrten und Streikaktionen legen zentrale Verkehrsknotenpunkte lahm. Autobahnen, Bundesstraßen, Brücken und Zufahrtsstraßen im ganzen Land werden blockiert. Zur angespannten Lage hinzu kommt, dass die Gewerkschaft Deutscher Lokführer, GDL, ab Mittwoch ebenfalls streiken will. Deutschland droht ein immenses Verkehrschaos, das zu Lieferengpässen und unzähligen Behinderungen führen könnte. Die brandenburgische Polizei meldete bereits am Montagmorgen: Im gesamten Autobahnnetz Brandenburgs gibt es mittlerweile an fast allen Auffahrten der A2, A9, A10, A11, A12, A13, A113 und A115 Blockaden. Zu den Protesten der Landwirte kommt es, nachdem die Bundesregierung im Zuge der Haushaltskrise Subventionen in der Landwirtschaft streichen wollte. So sollten nach Regierungsplänen die Steuervergünstigungen für den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen wegfallen. Bundeskanzler Olaf Scholz stimmte die Bevölkerung auf tiefgehende finanzielle Einschnitte ein. Die Regierung hält an ihren Zielen fest. Wir treiben den klimaneutralen Umbau unseres Landes kraftvoll voran. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt und wir stehen eng an der Seite der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland. Klar ist aber, wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen, um diese Ziele zu erreichen. Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht. Es geht auch um Kürzung und Einsparung. Durch den Wegfall sieht sich die deutsche Landwirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig und in ihrer Existenz bedroht. Sie fordert die komplette Streichung der Sparmaßnahmen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Ruckwied, drohte Mitte Dezember im Beisein von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, falls die Sparpläne, Zitat, nicht gestrichen werden: Dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin! Die Bauern stehen mit ihren Protesten nicht allein. Eine zunehmende Zahl von Menschen solidarisiert sich mit den Landwirten. Viele Bürger und Unternehmen in Deutschland leiden unter Krisen und Kostenexplosionen der letzten Jahre, die mit einer Pleitewelle, Insolvenzen und Jobverlusten einhergehen. Zeitgleich kommen die Ukraine-Unterstützung und die Klimapläne der Regierung den Menschen teuer zu stehen. Trotz Arbeit ist eine wachsende Zahl von Bürgern auf staatliche Hilfe angewiesen. Zu Beginn des neuen Jahres gab die Bundesregierung dem Druck der Landwirte und Sympathisanten stückweise nach. Özdemir verkündete eine Teilrücknahme der Sparpläne. Das heißt, das grüne Nummernschild für die Landwirtinnen und Landwirte bleibt bestehen. Die Agrardieselbeihilfe wird über mehrere Jahre abgeschmolzen. Im Jahr 2024 erfolgt eine Reduzierung des Entlastungssatzes um 40%. In den Jahren 25 und 26 wird jeweils eine weitere Reduzierung um 30% erfolgen. Noch am selben Tag reagierte der Deutsche Bauernverband. Er bleibt bei seiner Forderung, dass alle Sparpläne der Bundesregierung ersatzlos gestrichen werden. Unsere Position bleibt unverändert. Beide Kürzungsvorschläge müssen vom Tisch. Es geht hier ganz klar auch um die Zukunftsfähigkeit unserer Branche und um die Frage, ob heimische Lebensmittelerzeugung überhaupt noch gewünscht ist. An unserer Aktionswoche halten wir daher weiter fest. Auch die Speditionsbranche schließt sich den Protesten an, um gegen die im Dezember erfolgte Erhöhung der Lkw-Maut sowie die CO2-Steuer aufzubegehren. In der steigenden Zustimmung zu den Protesten der Landwirte und Spediteure kommt die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Politik der Ampelkoalition zum Vorschein. Ob nun Klimapolitik, Steuererhöhungen, Heizungshammer, Haushaltskrise, Energiekostenexplosionen oder Ukraine-Politik. Die Bundesregierung steckt in einem historischen Umfragetief.
Laut einer Umfrage vom Deutschlandtrend hat Bundeskanzler Olaf Scholz mittlerweile den schlechtesten Wert bei der Zufriedenheit mit der Arbeit eines Bundeskanzlers seit Beginn der Erhebungen im Jahr 1997. Nur noch 19% der Wahlberechtigten sind mit Bundeskanzler Scholz zufrieden und nur noch 17% mit der Politik der Ampelkoalition, bestehend aus SPD, Grünen und FDP. Dennoch weicht die Ampel nicht von ihrem Kurs ab. Özdemir erklärte, dass die Regierung nach der teilweisen Rücknahme ihrer Sparpläne kein weiteres Entgegenkommen zugestehen werde und sich nicht erpressen lassen werde. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck richtete sich in einer Videoansprache an die Demonstranten. Er warnte vor einer Radikalisierung der Proteste. Hinter den angekündigten Protesten steht mehr als die jetzigen Regierungsentscheidungen. Wir alle erleben einen Umbruch. Kriege und Krisen, die hohe Inflation über die letzten 2 Jahre. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist der Angst vor einer schlechteren gewichen. Erschöpfung und Enttäuschung, Sorge und Wut machen sich breit. Aber, und es ist ein großes Aber, wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Wir dürfen nicht blind sein. Umsturzfantasien heißen nichts anderes, als unseren demokratischen Staat zerstören zu wollen. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner zeigte sich besorgt und mahnte die Landwirte, dass sich eine so hoch subventionierte Branche nicht jedes Konsolidierungsbeitrags erwehren könne. Die politische Kultur in Deutschland hat sich verändert. Auch in unserem Land gibt es eine starke Polarisierung. Manche sind darauf aus, den demokratischen Rechtsstaat selbst zu delegitimieren. Ich sehe deshalb mit Sorge die aktuellen Proteste der Landwirtinnen und Landwirte. Deshalb muss der Protest, wenn es ihn gibt, verhältnismäßig im Rahmen unserer demokratischen Ordnung erfolgen. Lassen Sie sich nicht unterwandern und instrumentalisieren. Sie haben sich verrannt. Bitte kehren Sie um. Während die Regierungsparteien im Umfragetief stecken, steigt die AfD bei den Befragten in der Gunst. Bei den aktuellen Protesten stellt sich die Partei auf die Seite der Landwirte und sieht eine verfehlte Politik der Bundesregierung als Auslöser für die aktuelle Krisensituation. Die Ampelregierung treibt ein ganzes Land in den Ruin. Dabei agiert sie gegen den Willen von mehr als 80% der Bürger. Exorbitant gestiegene Energie- und Lebenshaltungskosten, immer höhere Steuerbelastung bei keinerlei Gegenleistung. Das ist der Grund dafür, dass unter anderem die Bauern gegen die Regierungspolitik demonstrieren, während sich ihnen immer mehr Bürger aus den unterschiedlichsten Lebens- und Wirtschaftsbereichen anschließen. Solidarität erfahren die Landwirte auch von der neu gegründeten Partei von Sarah Wagenknecht. Wagenknecht wundert sich nicht über die Bauernproteste. Am Montag erklärte sie, diese seien eine logische Konsequenz aus der Politik der Bundesregierung. Hier direkt vor der Tür protestieren heute und auch im ganzen Land die Landwirte, weil sie zu Recht nicht einsehen, dass sie für die Unfähigkeit der Ampel, einen soliden Haushalt aufzustellen, am Ende bezahlen sollen. So wie Ihnen geht es ganz vielen Menschen hier im Land, auch wenn viele ihren Groll derzeit noch nicht auf die Straße tragen. Sie erleben eine Regierung, die keinen Plan hat, außer ihnen das ohnehin knapper gewordene Geld aus der Tasche zu ziehen. Und dann wundert man sich über Wut, Protest und Denkzettelwahlen. Und Politiker beschweren sich über ein Volk, das es irgendwann einfach satt hat, so von ihnen behandelt zu werden. Was meint ihr zu den Protesten der Landwirte? Habt ihr Verständnis für die Blockade von Straßen und Plätzen? Was unterscheidet diese Streiks von denen der letzten Generation? Und teilt ihr die Sorge der Bundesregierung vor einer Radikalisierung der Proteste? Droht ein Sturz der Bundesregierung? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare.